Einen wunderschönen guten Tag, liebe Kopter-Freunde und Unique-Fans, und willkommen auf meinem Kanal hier. Ich bin wieder mal hier und ich wollte euch gern heute mal was anderes vorführen oder zeigen, besser gesagt. Und zwar geht es ganz genau um das sogenannte POI, das Point of Interest. Das Point of Interest, kurz erklärt, ist ja eigentlich eine einfache Möglichkeit, um einen interessanten Punkt, ein interessantes Objekt zu filmen. Und wie das genau funktioniert, möchte ich euch in diesem Video zeigen. Der Point of Interest muss ja hier über die ST16 zum einen erstmal markiert werden, und anschließend kann ich diesen Punkt, diesen Point of Interest, dieses Objekt, sage ich jetzt einfach mal, in einer gleichmäßig oder gleichbleibenden Kreisbahn herum aufnehmen und kann natürlich mit der Fernsteuerung und mit den entsprechenden Potentiometer bzw. Schaltern die Kameraführung übernehmen, während der Kopter in der Geschwindigkeit, die ich vorgebe, in der Entfernung, die ich vorgebe, auch das Objekt umkreise und in dem Fall von allen Seiten entsprechend gleich filmen kann. Wie das genau funktioniert, das schauen wir uns natürlich in der Nahaufnahme an. Ich muss euch ja hier auch zeigen, was ich einstellen muss, was ich drücken muss und betätigen muss oder ausführen muss, damit die ganze Geschichte auch funktioniert. Da schalte ich natürlich jetzt um in die Nahaufnahme. Bis gleich. Um jetzt den sogenannten Point of Interest Modus zu aktivieren, da müssen wir zunächst einmal hier unten von Kamera auf das Task-Menü wechseln. Durch einen einfachen Klick gelangen wir in das nächste Menü, und hier auch sehen wir schon die Auswahl Point of Interest, POI. Diese bestätigen wir jetzt oder diese klicken wir an. Und dann sieht man, dass man hier nochmal in eine sogenannte Anleitung kommt. Diese kann ich natürlich jetzt wegklicken, aber um das einfach zu erklären, wir sollen hier den Punkt auswählen. Anschließend sollen wir mit dem Kopter ein Stück wegfliegen, und über diese Tasten, über Altitude und rechts, links, vorwärts, rückwärts, kann ich meine entsprechende Position anpassen. Und anschließend kann ich natürlich auch meine Kamera hier ein kleines bisschen einstellen, um halt auch entsprechend das Objekt zu filmen. Durch Enter habe ich den Vorgang abgeschlossen, und jetzt habe ich hier im Menü die Möglichkeit, einen sogenannten Punkt zu setzen. Unter Center kann ich diesen Punkt setzen. Wenn ich den anklicke, seht ihr, dass da oben Setting Center ein Punkt gesetzt worden ist. Dieser ist jetzt quasi über diesem Objekt. Und jetzt kann ich, indem ich die Position verändere, ich fliege jetzt einfach noch ein kleines Stück nach vorne. Ich denke, ihr müsstet das auch sehen auf dem Bildschirm, dass ich ein Stück nach vorne geflogen bin. Und durch Start komme ich wieder in mein Slide-Menü. Und in dieses Slide-Menü durch Betätigen kann ich jetzt mit dem sogenannten POI-Modus beginnen. Und jetzt kann ich, indem ich die Joysticks bewege, den Vorgang starten, und der Kopter, der fliegt jetzt hier, wie man sieht, einmal in einer gleichmäßigen Kreisbahn um das Objekt herum, und ich kann diesen auch entsprechend aufnehmen. Ja, ihr seht, ich bin ja noch mal im Untermenü, und
wie man unschwer erkennen kann an dem sogenannten Point of Interest, die Geschichte funktioniert doch recht einfach, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und aus der Erfahrung heraus muss ich ehrlich auch sagen, das schafft man so mit dem Q500 nicht. Und deswegen bin ich echt ganz froh, dass das mit dieser ST16 und mit dem Typhoon H so wunderbar umgesetzt ist. Da habe ich ja eine einfache Möglichkeit, mit ein paar Klicks sozusagen mir das Objekt auszusuchen, den entsprechenden Kreis festzulegen und das Objekt wunderbar zu umrunden in der Geschwindigkeit, die ich gerne möchte, und die Aufnahmen dann entsprechend natürlich zu verwerten, wie ich es auch gerne vorhabe. Das ist eine super Sache, wie ich gestehen muss. Ich kannte das bisher vorher auch noch nicht. Vorher hat man ja nur die Möglichkeit Watch Me, Follow Me mit dem Q500 gehabt, und jetzt hier diese zusätzliche Funktion, die ist natürlich toll. Ich habe sie jetzt schon ein paar Mal ausprobiert und jedes Mal einmal einfacher zu bedienen wie vorher. Natürlich, man hat es ja schon ein paar Mal gemacht. Deswegen muss ich echt zugeben, wenn ihr das dreimal gemacht habt, dann habt ihr das drin und da braucht man gar nicht mehr drüber nachdenken. Dann macht man die drei Klicks, dann slidet man und zack, ist man soweit. Super Sache, muss ich sagen, da hat auch wieder Unique was dabei getan. Für den Preis, was haben wir zurzeit für den Advance, sprich Copter ST16 und Wizard, 1400 Euro, super toll, kann man nichts gegen sagen. Da haben wir aber das Video schon beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Da sind wir aber schon am Ende des Videos. Ich hoffe, ich konnte euch alles zeigen, ich konnte euch alles erklären, wie das hier funktioniert mit der ganzen Bedienung. Und wenn ihr es selber ausprobiert, könnt ihr mir vielleicht, wenn ihr wollt, einen Kommentar hinterlassen. Ansonsten sage ich schon mal tschüss, goodbye. Schaut auf meiner Facebook-Seite vorbei. Das wäre unique.fans. Da gibt es, wie gesagt, immer wieder was Neues zu sehen. Und ich sag mal, bis zum nächsten Video. Fliegt vorsichtig und viel Spaß beim Point of Interest fliegen. Ciao.